Hallo, vielen Dank für das Interesse. In diesem Video geht es um den Unterschied zwischen Licht- und Wärmestrahlung. Außerdem werden sehr viele neue interessante Erklärungen präsentiert. Zu den Grundlagen. Wie alle Teilchen haben Photonen unterschiedliche kinetische Energien. In der neuen Physik wurde herausgefunden, dass die Geschwindigkeiten von Photonen sehr viel schneller sind als ihre Ausbreitungsgeschwindigkeiten. Um sich auszubreiten, müssen Strahlungsphotonen die extrem zahlreichen allgegenwärtigen Photonen durchdringen. Während jeder Durchdringung wird die Geschwindigkeit eines Strahlungsphotons stark gebremst und vor Beendigung der Durchdringung wieder auf die ursprüngliche Geschwindigkeit beschleunigt. Je höher die Geschwindigkeit ist, desto mehr Durchdringungen erfolgen, sodass dadurch die Ausbreitungsgeschwindigkeit bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten annähernd konstant gehalten wird. Die tatsächliche Geschwindigkeit eines Photons ist nur anhand dessen Stoßkraft, das heißt dessen kinetischer Energie, ersichtlich. Es ist allgemein bekannt, dass je höher die kinetische Energie eines Photons ist, desto höher seine Durchdringungskraft durch atomare Materie ist. Nicht bekannt ist, dass die Durchdringungskraft nicht mit der Anzahl Durchdringungen, das heißt mit der Durchdringungstiefe, abnimmt. Die Ausbreitung eines Strahlungsphotons endet immer genau dann, wenn es auf eine Masse stößt, die so groß ist, dass sie nicht durchdrungen werden kann. Stattdessen erfolgt dann eine Bindung, das heißt Absorption, eine Bindung mit nachfolgender Spaltung, das heißt eine Emission, oder eine Wechselwirkung mit sofortiger Reemission wie Reflexion oder Ablenkung. Im Folgenden wird beschrieben, wie sich die unterschiedlichen Durchdringungsstärken bei Infrarotphotonen und sichtbaren Photonen auswirken. Hochenergetische Photonen, wie zum Beispiel UV- bis Gamma-Photonen, werden in einem separaten Video demnächst betrachtet. Zunächst zur niedrigsten Durchdringungskraft. Bei der niedrigsten kinetischen Energie können Photonen nicht einmal andere Photonen durchdringen. Stattdessen finden Bindungen mit nachfolgender Reemission statt. Wie jede Interaktion im Universum ist das Ergebnis von jedem einzelnen Photonenzusammenstoß berechenbar und damit vorherbestimmt. Insgesamt ergibt sich allerdings der Eindruck einer ungeordneten Bewegung der Photonen in alle Richtungen. Diese Photonen werden als allgegenwärtige Photonen bezeichnet. Sie füllen das gesamte Weltall und den leeren Raum in atomarer Materie aus. Die Energien von allgegenwärtigen Photonen werden als thermische Energie bezeichnet und von Menschen als Wärme empfunden. Durch Absorption und Emission gleichen sich unterschiedliche thermische Energien an. Daher fließt thermische Energie immer von warm nach kalt. Energiereichere Infrarotstrahlungsphotonen können allgegenwärtige Photonen durchdringen. Absorbiert werden sie dagegen von jeder atomaren Materie. Die Atomstrukturen wurden in der neuen Physik nach vielen Fehlversuchen definiert. Die Strukturen der Atomkerne haben bestimmte Positionen, an denen lange Kettenstrukturen aus Photonen gebunden sind. Die Ketten verbinden Atomkerne und erklären die großen Abstände von Atomkernen. Stoßen Infrarotstrahlungsphotonen auf atomare Materie, werden sie von den masseärmeren äußeren Bereichen der Ketten absorbiert. Die Energie der absorbierten Infrarotphotonen wird ausgeglichen, andere Photonen werden meistens mit erhöhter Schwingungsenergie dann vom Atom abgespalten. Es ist bekannt, dass die Atmosphärengase durch Absorption der Infrarotstrahlung der Sonne uns davor beschützen, dass sich die Erdoberfläche bis zu 130 Grad Celsius wie beim Mond aufheizt. Ohne diese Wärmeblockierung durch Atmosphärengase können Pflanzen und Tiere nicht in der freien Natur existieren. Die Evolution hätte nicht zu Menschen geführt. Die Molekülmenge in der Atmosphäre ist genau auf das Leben auf der Erde abgestimmt. Mehr Moleküle bedeuten kälteres Klima, weniger Moleküle bedeuten wärmeres Klima. Bei Klimaschwankungen helfen uns die Naturgesetze.
Bei kälterem Klima nehmen die Meere CO2 auf und schwächen eine Klimakühlung ab. Bei wärmerem Klima geben die Meere große Mengen CO2 in die Atmosphäre ab und schwächen dadurch eine Klimaerwärmung ab. Es ist höchste Zeit, dass Wissenschaftler die Wahrheit sagen, damit die Menschheit sich nicht weiterhin gegen die Hilfe der Natur stemmt und damit sich selbst schädigt. Nun zu der Frage, warum Licht nicht wärmt. Im Gegensatz zu den energieärmeren Infrarotphotonen durchdringen die sichtbaren Photonen die äußeren Bereiche der Photonenketten und binden sich an den massereicheren inneren Strukturen, wobei die Photonenketten gespalten werden. Die abgespaltenen Photonenketten sind nicht mehr stabil und zerfallen zu allgegenwärtigen Photonen. Gleichzeitig werden die am Atomkern gebundenen Restphotonenketten wieder durch allgegenwärtige Photonen neu aufgebaut. Das Gleichgewicht von Bildung und Verbrauch von allgegenwärtigen Photonen ist die Erklärung dafür, warum sichtbare Photonen bezüglich Wärme irrelevant sind. Das heißt, sie tragen nicht zur Klimaänderung bei. Zurzeit gibt es einen Fehler bei der Klimakontrolle. Obwohl jeder beobachtet, dass sichtbare Photonen keine Wärmewirkung haben, wird die Energie der von der Sonne eingestrahlten sichtbaren Photonen als Wärmestrahlung interpretiert und zum großen Teil mitgemessen. Wärmeeinstrahlung darf nur anhand der tatsächlichen Erwärmung einer Probe mittels Kontaktthermometern gemessen werden und nicht wie jetzt über die Interpretation von Strahlungsenergie. Man hätte dadurch bereits vor Jahrzehnten festgestellt, dass die Ursache der derzeitigen Klimaerwärmung die erhöhte Wärmeeinstrahlung der Sonne ist. Die Änderungen der Wärmeeinstrahlung der Sonne bei gleichzeitiger konstanter Einstrahlung sichtbarer Photonen ist ein eindeutiges Zeichen, dass sich die Menge an Molekülen zwischen Erde und Sonne ändert. Hauptursache fast aller Klimaänderungen der Erde sind die unterschiedlichen Dichten der vom Sonnensystem durchquerten galaktischen Molekülwolken. Jetzt zur Frage, warum Licht reflektiert. Reflexionen erfordern ebenfalls eine so hohe Energie, dass Photonen direkt an den Kettenstrang in der Nähe der Atomkerne vorstoßen und sich hier direkt mit Photonenketten binden. Daher werden insbesondere sichtbare Photonen reflektiert, aber auch noch energiereiche Infrarotphotonen und energiearme UV-Photonen. Bei einer gerichteten und diffusen Reflexion sind die Photonenketten so stabil, dass sie wie eine Sprungfeder wirken und das Photon zurückstrahlen. Zur Zurückstrahlung ohne Energieverlust ist eine große Masse erforderlich, sodass Reflexion nur an Oberflächen von Körpern erfolgt. Wie entstehen Spiegelbilder? An glatten Oberflächen sind Photonenketten und damit die Quasi-Sprungfedern immer senkrecht zur Oberfläche gerichtet. An nicht absorbierenden glatten Oberflächen werden die sichtbaren Photonen fast vollständig reflektiert, das heißt senkrecht zur Oberfläche zurückgeworfen. Der waagerechte Flugvektor eines Photons bleibt bestehen und addiert sich zum senkrechten Rückstrahlvektor, sodass sich die beobachtete Spiegelung ergibt. Warum haben wir eigentlich Augen? In der Evolution war es von großem Nutzen, dass Umrisse von Körpern gesehen werden. Durch reflektierende Photonen können Oberflächen erkannt werden. Daher haben sich Sensoren für spezielle Photonen entwickelt, die von Oberflächen reflektiert werden. Und nun die Erklärung, wie unser Sehen funktioniert. Das Sehen erfolgt aufgrund einer Interaktion, die es bei allen Photonen gibt, die Photolysereaktion. Dabei wird ein Photon absorbiert, das genau die spezifische Aktivierungsenergie einer entsprechenden Photolysereaktion hat. Photolyse bedeutet, dass ein Photon gebunden wird, wobei ein anderes Teilchen abgespalten wird. Im Auge findet Photolyse an speziellen Substanzen statt.
Die Theorie ist, es werden im Auge je nach Photonenenergie Elektronen mit unterschiedlichen Energien abgespalten. Die Elektronen werden zum Gehirn geleitet, wo sie je nach Energie verschiedene Farbeindrücke erzeugen. Zum Fazit. In der neuen Physik wird vieles erklärt, was bisher nicht erklärt wurde. Sämtliche physikalische Beobachtungen werden ausschließlich mittels zweier fundamentalen Naturgesetzen vollständig erklärt. Das ist einmal die Energieerhaltung, zum anderen das Streben nach minimaler inneren Energie. Vielen Dank für das Zuhören.